Hi zusammen. Im heutigen Video geht es um das Thema, wie überkomme ich die Angst vor der Zunahme? Wie wird mir das egal oder was kann ich dazu tun, dass ich nicht die Angst davor habe, was andere über mich und meinen Körper denken, wenn ich zunehme? Oder was tue ich, wenn mein Körper anders aussieht und die anderen Menschen haben das Gefühl, dass ich mich gehen lassen habe? Da gebe ich euch ein paar Tipps mit, die mir besonders geholfen haben. Also ich kann euch sagen, für mich war es auch total schwer, eben gerade auch die Zunahme, aber vor allem, was die anderen über mich denken, das war für mich noch ein anderes Ding und das war für mich fast noch schlimmer. Ich habe einfach gemerkt, als ich angefangen habe, mich und meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist und dass es auch völlig okay ist, dass man zunimmt, dass es mir dann mit der Zeit recht egal wurde, was die anderen über mich denken. Weil zu diesem Punkt lebte ich auch mein Leben. Ich habe wieder angefangen, mein Leben zu leben, wieder mehr Freude, mehr Spaß. Und das hat mir die Recovery alles zurückgegeben. Und darum hat es mich dann mit der Zeit auch nicht mehr so fest gekümmert, was andere über mich denken oder was sie über meinen Körper denken oder über die Zunahme. Und da kam ich auch zu einem Punkt, wo ich dachte, wenn es dir nicht gefällt, eben meine Zunahme oder sonst irgendetwas an meinem Körper, das sich verändert hat, dann sorry, dann tut es mir leid. Ich lebte auch extrem von den Kommentaren und den Komplimenten, die andere mir gegeben haben, eben auch für meine Figur oder wenn sie gesagt haben, wow, du bist so schlank oder du bist so dünn. Von diesen Komplimenten lebte ich und das hat meine Essstörung auch noch sehr, sehr lange am Leben gehalten. Und so musste ich mich auch entscheiden, dass diese Komplimente und diese Kommentare ein für alle Mal ein Ende haben werden, wenn ich mich wirklich für die Recovery entscheide. Und da musste ich einfach auch mit der Realität leben und das einsehen. Ich fand es aber auch gut, weil ich wusste, jetzt kann ich mich selber sein und jetzt kann ich wirklich so sein, wie ich bin und kann das auch ausleben. Also es hat auch so viele Vorteile. Jetzt zu der Angst wegen der Beurteilung. Zuerst frage dich selbst, was sind die Dinge, die du über andere Personen denkst oder wie du über andere Personen urteilst, wie du sie beurteilst. Als ich realisierte, dass ich auch über andere Körper von anderen Menschen urteilte, da merkte ich, dass ich einfach selber mit mir nicht zufrieden bin oder dass ich selber ein Problem mit mir und meinem Körper habe. Und so ist es genau auch bei anderen. Wenn sie über dich urteilen oder wenn sie über deinen Körper sprechen oder Kommentare machen, dann haben sie wahrscheinlich selber mit ihrem Körper ein Problem. Sie sind vielleicht nicht zufrieden. Sie haben vielleicht auch ein gestörtes Essverhalten. Sie haben ein gestörtes Bild von ihrem Körper. Sie sind sich einfach auch unsicher in ihrem Körper. Und anderen, denen es egal ist, wie du aussiehst, wie du bist, wie du dich anziehst, wie dein Körper ist, denen geht es genau gleich mit ihrem Körper, denn sie haben auch kein Problem und sie fühlen sich einfach wohl und sicher in ihrem Körper. Ich musste mich auch immer wieder daran erinnern, dass eben diese Kommentare oder was die anderen über mich denken, das ist ihr Problem und nicht mein Problem. Das ist wirklich ihr Problem und das geht mich nichts an. Ich bin ich und die anderen sind sie selber. Und was ich mir auch oft dachte, wenn ich jemanden gesehen habe, der zum Beispiel zugenommen hat, der Körper hat sich verändert bei dieser Person. Ich weiß ja nicht, durch was das diese Person durchgeht, ob sie eine Krankheit hat, ob sie auch eine Essstörung hat oder so. Und ja, das ist ja das Gleiche dann. Und glaub mir, niemand sitzt irgendwo und denkt extrem über dich oder über deinen Körper nach oder dass du zugenommen hast. Das ist einfach nicht die Realität. Das macht niemand. Das interessiert die überhaupt nicht. Also das interessiert die null. Und was für mich auch noch sehr wichtig war, ich fragte mich oft, wessen Urteil ist mir am wichtigsten? Zum Beispiel die Menschen, die ich beim Einkaufen sehe oder die Menschen, die ich gar nicht richtig kenne oder meine Nachbarn oder so. Für diese lebe ich
Das war dann schlussendlich meine Frage. Für diese lebe ich. Nein, mir war das Urteil oder die Beurteilung, die Meinung von diesen Menschen, die um mich herum sind, die mich lieben, meine Familie, meine Freunde, meine guten Kunden, ja, oder auch meine Instagram-Leute, meine Community, das, diese Urteile, diese Meinungen, das ist genau das, was für mich am wichtigsten ist und was mir schlussendlich auch am meisten bringt für mein Leben. Oder zum Beispiel auch, wenn du vielleicht einen Mann hast oder wenn du Kinder hast, dass du ein gutes Vorbild für deine Kinder oder auch für deinen Mann sein kannst. Bei mir ist das jetzt nicht der Fall, aber ich hoffe, dass das vielleicht dann irgendwann auch mal so sein wird und ich möchte da natürlich auch ein gutes Vorbild sein. Und ich möchte aber auch ein gutes Vorbild jetzt sein, eben gerade für meine Instagram-Community, für alle, die mir folgen. Und ja, das ist ja auch meine Message, warum ich diese Videos mache, warum ich dieses Instagram-Profil erstellt habe. Es ist wirklich viel, viel wichtiger, was deine liebsten Menschen um dich herum sagen und nicht einfach irgendein Fremder da draußen, der dich gar nicht kennt oder den du auch gar nicht kennst. Einfach dranbleiben ist ein wichtiger Punkt, den ich dir mitgeben kann. Und irgendwann ist es einem dann so egal, was die anderen über einem sagen oder denken. Da kann dir einer sagen, du bist dick oder du bist nicht schön. Das ist dir dann so egal, weil dann denkst du, du hast das Problem und nicht ich habe das Problem. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das sind einfach so ein paar Dinge, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, bezüglich eben auch gerade der Angst vor der Zunahme oder auch der Angst, dass andere über dich sagen und über dich denken. Bitte folg mir doch auch auf Instagram, wenn du das noch nicht gemacht hast und like dieses Video, abonniere meinen Kanal. Du darfst mir auch sehr gerne einen Kommentar schreiben. Ich freue mich immer über eure Kommentare. Ich werde auch noch meine E-Mail-Adresse in die Infobox reinschreiben und wenn du sonst irgendwelche Fragen oder auch mal Interesse für ein Erstgespräch mit mir hast, das übrigens kostenlos ist, gerade eben im Thema Essstörung Recovery, dann melde dich doch gerne bei mir. Ich werde alles in der Infobox reinschreiben und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, genieß ihn und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Danke, macht's gut. Tschüss, ihr Lieben.